Hallo Leute, willkommen zu Zuletzt bei Pokémon Ultramond. Im letzten Part, ja, habe ich gemeint, dass ich hier das Battle Royale überspringen kann, bin einfach deswegen direkt gleich zum Captain gegangen. Aber, ja, der ist natürlich nicht da und somit müssen wir zuerst hier das Battle Royale abschließen. Ich habe gemeint, vielleicht können wir es überspringen. Willkommen! Ich bin der Botschafter des Battle Royale, des glorreichsten Pokémon-Kampfes überhaupt. Man nennt mich Mask Royale. Professor? Hörst du mir nicht zu? Ich sagte, man nennt mich Mask Royale. Okay, Kukul. Ich bringe Trainern dem Battle Royale bei. Ein Stil des Pokémon-Kampfes, der seit Generationen in Alola überliefert wird. Beim Battle Royale treten vier Trainer mit jeweils drei Pokémon gegeneinander an. Sobald einer der Trainer keine kampffähigen Pokémon mehr hat, ist der Kampf beendet. Von den verbleibenden Trainern wird derjenige zum Sieger gekürt, der die meisten Pokémon besitzt und der die meisten kampffähigen Pokémon übrig hat. Machen wir doch einfach mal eine kleine Proberunde mit nur einem Pokémon. Wow, Mask Royale, ich will auch mitmachen, bitte. Alles klar, du bist dabei. Scheinst ja keinen Geschmack zu haben, wenn du unbedingt mitmachen willst. Hey, du da, du machst auch mit. Und mit mir sind wir zu viert. Gladio macht auch mit. Also dann, beim Battle Royale warten tolle Entdeckungen, fantastische Erfahrungen und ein großes Abenteuer auf dich. Der Battle Royale geht los. Auf die Plätze. Fertig. Kampf. Box mal weg. Ich bin der blaue Handschuh. Wollte ich nur mal gar nicht gemerkt haben, weil ich mag blau. Wir befinden uns im Dom Royal, dem Austragungsort für irgendwas. Das Stadion ist voll krass gefüllt und die Stimmung kocht fast über. Und hier kommen die Kontrahenten. In der grünen Ecke. Wann ist er mit Mizunder? Ich wollte in die blaue Ecke. Aber okay, oh, was ist auch okay. In der gelben Ecke. Pokémon-Trainer Tali mit Arboretos. In der roten Ecke. Profi-Wrestler Mask Royale mit Wuffels. In der blauen Ecke. Team Skull Gladio mit Typ 0. Also dann, der Battle Royale beginnt. Okay. Da muss ich... ich könnte mit dem Doppelkick hingehen. Und Typ 0 wegklatschen, weil ich glaube, das ist am gefährlichsten. Hau mal gleich mal weg. Wow, das war nicht so viel Schaden. Igitt, da greift er mich an. Ah, schön auf Typ 0 eingesetzt. Sehr schön. Rasierblatt. Ah, es geht auf alle. Warum war Rasierblatt sehr effektiv gegen Wuffels? Wuffels ist ein Normal-Pokémon. Ach, Wuffels ist ein Gestein. Stimmt, Wuffels sieht nur aus wie ein Normal-Pokémon, ist aber ein Gestein-Pokémon. Ja, 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 ich erinnere mich. So. Und Mizunder setzt Doppelkick ein und tschüss, Typ 0. Sehr gut. Typ 0 wurde besiegt. Wunderbar, Rex. Kampf ist beendet. Na, wie hat's dir gefallen? Bei Battle Royale kann man so viel Spaß haben. Und das Beste ist, dass man auch gegen starke Trainer eine Chance hat. Toll, oder? Das war ein heißer Kampf. Als nächstes wirst du bei meiner Prüfung ins Schwitzen kommen. Der war ein bisschen lang unter der Sonne. Ich bin Kiawe, der Feuerkapitän.
Ich warte am höchsten Punkt des Vela Vulkanparks auf dich. Dorthin gelangst du über Route 7. Wenn du deine Inselwanderschaft abschließen möchtest, bring deine stärksten Gefährten mit. Ja, Vanessa, Tali, wie läuft es mit euren Prüfungen? Ich hoffe, ihr habt Spaß dabei, gemeinsam mit euren Pokémon zu trainieren. Wow, Mask Royal, woher weißt du denn, dass wir die Prüfung machen? Ach so, du musst unsere Inselwanderschaftsabzeichen gesehen haben. Also ich genieße es ja so richtig, mich mit meinem Pokémon durch Alola zu kämpfen. Und ich genieße es, so blöd zu sein wie ein Stück Hundescheiße auf dem Gehweg. Ja, das bist du, Tali. Warum machst du denn beim Battle Royale mit? Ist das so eine Art Training für dich oder willst du so vielleicht eine neue Freunde finden? Wer nicht stark genug ist, kann nichts und niemanden beschützen. Und genau aus diesem Grund bin ich hier. Ich will stärker werden. Also verschon mich mit deinem Geschwätz von Spaß und Freunden. Für solchen Unsinn habe ich keine Zeit. Das klingt aber hart. Jeder braucht doch Freunde, mit denen man Spaß haben kann und die für einen da sind. Dann gelingen einem auch großartige Sachen. Ich kann zwar nicht genau sagen, warum, aber mir hat es total viel Spaß gemacht. Deshalb werde ich weiterhin beim Battle Royale mitmachen. Mach das, aber lass mich endlich in Ruhe. Meine Pokémon sahen auch voll glücklich aus. Danke. Ich habe jetzt gar nichts bekommen, dass ich Erster war. Nicht mal Mewtwo Level 45. Jetzt hätte ich schon gerne was dafür bekommen. Eine kleine Belohnung. Ach, ich brauche jetzt eigentlich keinen Schutz aktivieren, die zwei Felder da durchs Gras. Da bin ich ja schnell oben. Jetzt bin ich ja schon oben. So, will irgendjemand oder kann irgendjemand Felsgrab lernen? Slimer. Ja gut, dass Mankey das lernen kann, wundert mich gar nicht. Tja. Ich tue mal Verfolgung weg. Gegen Psycho-Pokémon will ich eh nicht drin bleiben. Vielleicht kann ich Slimer da noch was... Ja, Pfund kann weg. Sehr gut. So. Vielleicht kann ich ja hier was mit Slimer reißen. Weil Slimer an sich eine gute Verteidigung hat. Hi. Ich bin's, Kiabe. Zusammen mit meinem Knorger halte ich den traditionellen Tanz der Alola-Region in Ehren. Also meine Prüfung. Weißt du, damit verhält es sich ein klein wenig anders als mit den anderen Prüfungen. Aber du möchtest dich ihr natürlich trotzdem stellen, stimmt's oder habe ich recht? Ja klar. Ich habe keine andere Wahl. Seid es die witzigste. Auch wenn sie total dumm ist. Meine Prüfung erfordert vor allem eins, eine gute Beobachtungsgabe. Nein, braucht man da nicht. Du sollst mir nämlich sagen, worin sich die zwei Tänze jeweils unterscheiden. Schön, möge meine Prüfung beginnen. Präge dir diese Tanzpose gut ein. Und? War es anders als beim vorherigen Tanz? Das Knogger in der Mitte, das schaut jetzt nach oben. Na sowas.
Das hast du gut gemacht. Feini, feini, feini. Da kriegst du einen Keks. Fast schon ein wenig zu gut. Dein Auftritt, Knogger. Alter, ich liebe Aloda Knogger. Es ist so ein schönes Pokémon. Es ist so ein wahnsinnig schönes Pokémon. So, machen wir mal bis hier. So, hoppa! Ich darf das nicht fangen. Schade. Schade, ich hätte es jetzt gern gefangen. Schade, schade, schade. Das Knogger war außer sich vor Freude, weil du mit deinem Tipp richtig lagst. Es hat dich vor lauter Freude sogar angegriffen. Und weiter geht's, Tanz Nummer 2. Präge dir diese Tanzpose gut ein. Siehst du den Trottel, der sich ins Bild geschlichen hat? Ignoriere ihn einfach. Und? Was anders ist beim vorigen Tanz? Der Mund. Na sowas. Hast du gut gemacht. Fast schon ein wenig zu gut. Dein Auftritt, Wanderer. Wanderer Garrett. Sehr schön, den klatschen wir auch kurz weg. Ist ein bisschen anders geworden, die Pokémon. Also sie sind immer noch leicht, aber im Pokémon Mund war es noch leichter. Ich würde mal sagen, wir machen hier einfach mal Felsgrab. Weil erst Magma wird dadurch langsamer. Und der zweite Angriff sollte dann eigentlich definitiv ausreichen. Oh! Nach einer Init-Verlangsamung bist du immer noch schneller als ich. Das ist interessant. Ja gut, Slimer ist halt echt wahnsinnig langsam. So, und tschüss. Wunderbarigst und Slimer erreicht Level 25. Sehr schön, perfekt. Terrybug will Knirscher lernen. Ja, darfst du machen. Schaust du anderen gerne beim Tanzen zu? Eigentlich nicht, nein. Ich bin nicht unbedingt der Typ, der gerne tanzt. Der Wanderer war außer sich vor Freude, weil du mit deinem Tipp richtig lagst. Dich vor lauter Freude sogar angegriffen. Kommen wir nun zum letzten Tanz. Der Wanderer mittendrin einfach mal. Und jetzt kommt der dümmste Unterschied. Oh. Okay. Und was ist anders als beim vorigen Tanz? Wo ist dein Herrscher-Pokémon? Ich sehe da kein fröhliches Pokémon. Ich sehe kein großes Pokémon. Es ist ein weiteres Knogger dabei, aber das ist nicht größer als die anderen. Herrscher-Pokémon. Na sowas. Hast du fein gemacht. Fast schon ein wenig zu gut. Wo auch immer da das Herrscher-Pokémon sein soll. Achso, Alola-Knogger ist diesmal das Herrscher-Pokémon. Okay. Konnte man nicht als Herrscher-Pokémon identifizieren. Aber gut, man hatte ja keine andere Wahl, als das zu nehmen. So. Alola Knogger als Herrscher-Pokémon. Okay, das wird nicht ganz so leicht, glaube ich. Schauen wir mal, dass sie mit Biss vielleicht weiterkommen.
Wow! Einfach mal kurz weggesnackt hier. Ja, hole ich mit Zunder. Und Knogger ruft Mitstreiter. Ja, ich wurde auch nicht mal geheilt. Und da ist es, das Amphire, das war früher das Herrscher-Pokémon. So. Ich denke mal, das wird nicht ganz so leicht, der Kampf. Das wird alles andere als leicht. Weil ich halt auch nicht wirklich das beste Matchup habe. Mit Zunder ist das Beste, was ich bieten kann. Das ist halt das Problem. Und jetzt ist es halt auch noch vergiftet. Aber wenn man ist das Knogger vergiftet, ist das Knogger Schreck zurück. Und nochmal hier ein schöner Biss. Geil. Oh Gott, Giftschock kombiniert mit Toxin. Ah! Giftschock kombiniert mit einem vergifteten Pokémon. Das ist ekelhaft. Das ist richtig ekelhaft. Okay. Mankey. Okay. Mach mal ein Felsgrab auf Knogger. Dass ich nicht mehr überlebe. Wow. Das haut mich gerade ziemlich gut weg. Erstmal hier ein Knirscher, volle Kanne auf Knogger. Sag mal, Ketchup, was ist jetzt los mit dir? Jetzt kackt dich schon wieder rum. Okay. Ja, ich habe keine Ahnung, was bei mir los ist. Meine Capture Card will mal wieder rumspacken. Das haben wir ja schon des Öfteren in letzter Zeit gehabt. Leider. So. Wie schnell ist Terry Bug? Giftschock, bitte, wenn du den tankst. Okay. Scheiße. Okay. Okay. So, erstmal einen Beleber auf Mitsunder. Ah, du setzt einen Scanner ein. Das ist sehr schön. Okay. Dann brauche ich jetzt einen Supertrank auf Mitsunder, damit das voll geheilt ist. So, und das Flammenrad, das reicht ja fünfmal aus, um Akku rauszunehmen. Wow! Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Hätte ich mal einen Knirscher eingesetzt. Hätte ich mal einen Knirscher eingesetzt. Ja gut, Akku hat eine gescheite Verteidigung. Und da merkt man gerade mal, wie gut die Verteidigung ist. So. Mitsunder hat den großen Vorteil, es ist schneller als Knogger. So, jetzt bin ich wieder vergiftet. Und jetzt muss das Knogger weg. Am
besten irgendwie ein Crit oder sowas? Ah, es hat nicht gereicht. Ja, und die Vergiftung gibt mir Zunder jetzt den Rest. Autsch, 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 autsch. Eieieiei, das sieht gar nicht gut aus. Das sieht überhaupt gar nicht gut aus. Ich habe nicht zufälligerweise einen Top-Beleber. Ich habe doch gesagt, dass der mir Probleme bereiten wird, weil ich nichts gegen ihn habe. Ei. So. Aber. Der wird jetzt. Ja, das Problem ist, dass er jetzt einen Scanner einsetzen wird. So, erstmal ein Supertrank. Dann kann ich mich nämlich hochheilen. Genau. Und jetzt muss ich einfach nur hoffen, dass die Giftwolke daneben geht. Du setzt Folterknecht ein. Das hilft. So. Auf Alola-Knocker und das sollte dann eigentlich... down sein. Ja. Tastfluch. Biss wurde blockiert. Das ist nicht schlimm. Okay. Okay. So, was mache ich jetzt gegen das Amphira? Weil das ja noch einen Gifttypen drin hat. Alter, diese Capture Card, die regt mich gerade echt auf. Beleber. Ich glaube, ich sollte mal Slimer wieder beleben. Ich glaube, das würde echt was bringen. So. Und dann einen Supertrank auf Slimer. So. Tut mir leid, Mizuno, du warst leider ein notwendiges Opfer. Es tut mir echt leid. So, mit Slimer sollte ich ihn jetzt aber down kriegen. Weil mir fällt auf Anhieb nichts ein, was Amphira gegen Slimer machen soll. Du kannst Funkenflug. Na gut, der macht schon ein bisschen Schaden. Allerdings mache ich dann doch ein bisschen mehr Schaden. So, nochmal Funkenflug. Und weg mit dir. Ui. Ich hab's tatsächlich geschafft. Wow! Okay. Es war jetzt kernig. Das war jetzt kernig. Oh, wow. Großartig. Absolut großartig. Unglaublich, wie dir die feinen Unterschiede von Tanz zu Tanz aufgefallen sind. Und noch unglaublicher ist, wie du das mächtige Herrscher-Pokémon des Vulkans besiegt hast. Zur Feier des Tages möchte ich dir nun ein Pyrium Z überreichen. Es wurde vom Herrscher-Pokémon bewacht. Ui! Und Prüfung bestanden! Und so geht die Pose für die Z-Kraft vom Typ Feuer.
euch. Vielen Dank, liebe Knogger. Wenn du Pokémon begegnest, mit denen du dich anfreunden möchtest, benutze die hier. Flottball. Flottbälle sind immer gut. Aber das ist noch nicht alles. Ab sofort kannst du auch Glurak ganz einfach per Pokémobilfunk herbeirufen und so flugs an Orte gelangen, die du bereits besucht hast. Sehr schön. Steige den Berg hinab und zeige das Pyrium Z der Prüfungshelferin vor der Barriere. Wir setzen nun unseren Tanz fort. So lange, bis wir herausgefunden haben, was es mit der ominösen Z-Kraft auf sich hat, die Menschen und Pokémon Alola verbindet. Ui! Ja? 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 Ja, ich, Heilige Scheiße. Das war jetzt krass. Da musste ich jetzt echt aufpassen, dass der mich jetzt nicht noch kurzerhand wegnockt. Weil ich war kurz davor. So. Erstmal kurz, heilen und dann ist er der Part auch schon wieder lange vorbei. Hui, aber ich bin froh, dass ich ihn geschafft habe. Hätte ich nicht mit gerechnet. Muss ich ganz ehrlich sagen. Hätte ich jetzt nicht mit gerechnet. Okay. So, dann würde ich mal sagen, wir können eigentlich gleich mal speichern. Sehr geil. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal hier an Ort und Stelle einfach wieder. Also gut, Leute, das war dann Let's Play Pokémon Ultramond für heute. Ich danke euch fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao.